Schäfers Bruder. Als Buch ein Bestseller, als Film ein Erfolg. Ein Film, der von der Musik lebt. Komponiert von einem der bekanntesten deutschen Filmkomponisten, Enjott Schneider. Zu mehr als 300 Filmen hat er den Soundtrack geschrieben und, wie hier in Schlafes Bruder, die dramatischen Bilder untermalt und verstärkt. Er ist vielseitig, benutzt klassische Motive, Avantgardistisches und Pop. Ich bin ja sogenannter studierter Musiker. Das heißt, ich habe ganz brav Musikhochschule studiert, habe meinen Doktor in Musikwissenschaft gemacht, habe Trompete und Orgel und Schulmusik und Komposition, alles möglich studiert. Das heißt, erst kam bei mir das Musikstudium und dann der Film. Aber es hat sich schon sehr früh abgezeichnet, dass mich immer nur diejenige Musik interessiert, die eine Geschichte erzählt, die plastisch ist, die einen Inhalt hat. Wie in Stalingrad. Die Dramaturgie der Musik führt von kriegerischen Anfangstönen zur verzweifelten Resignation. Auch im Bauerndrama Herbstmilch zeigt sich die Kraft seiner Musik im Film. Im hauseigenen Studio. Ein Krimi für das ZDF soll wirkungsvoll vertont werden. Andreas Weidinger, sein ehemaliger Student und heute ebenfalls Filmkomponist, unterstützt Schneider bei der Arbeit. Filmmusik ist nicht Filmmusik. Denn ein Werbefilm oder eine kleine Daily-Serie ist was völlig anderes wie ein großer Kinofilm. Ich vergleiche das immer gerne mit der Literatur. Da gibt es den kleinen Groschenroman, Bastei-Lübbe-Roman. Es gibt das große literarische Werk, weiß ich was, von Gunter Grass oder sowas. Und man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das heißt, wenn man von großer Arbeit und viel Arbeit redet, dann meine ich jetzt den Roman sozusagen und den Film, also den Kinofilm. Und da kann es sein, dass man jahrelang dran arbeitet, auf der Suche ist, kritisiert, immer wieder sein Bestes gibt, auch großes Orchester nimmt. Und da gibt es halt den Bastei-Lübbe-Schundroman, das sind heute die Daily-Serien. Da sitzt man hin und macht in 3-4 Stunden die Geschichte. Schneider scheut sich nicht, für Fernsehserien wie City Express zu komponieren, für jede Menge Leben, weiß-blaue Geschichten oder für die Vorabendserie Marienhof. Das sieht er ganz professionell, aber ohne Begeisterung. Individualität, die wird heute kaum mehr wirklich gefragt. Ich war neulich in einem Film, den ich nur dringend empfehlen kann, Geliebter Feind von Werner Herzog über Kinski. Und da bin ich nach Hause gegangen und habe innerlich geweint fast. Ja. Wie man hier Filme gemacht hat mit persönlichem Engagement, mit einem Selbstmördertum ist man da wirklich zum Drehen gefahren. Heute, da kommt irgendwie so ein Redakteur. Für mich ist, man möge es mir verzeihen beim Fernsehen, ist wirklich, das Fernsehen ist der Untergang des Kinos für mich. Läuft? Herr Schneider, großer Testfall Filmmusik. Einfache Szene, wir haben sie leider nicht auf dem Monitor. Aber ein Mann kommt die Treppe hoch. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, dem Zuschauer zu zeigen, wie es aussieht, wie es sich anhört, wenn es eine lustige Szene ist, dann eine traurige Szene und dann eine bedrohliche Szene. Wie klingt das bei Ihnen? Das ist ja traurig. Wie würde das klingen? Ja, ganz spontan ist immer gesampelt das Englisch Horn und wieder die Gitarre. Wenn es gefährlich wird, jetzt nehmen wir einen einzigen Synthesizer-Sound, Dark Brood heißt der, und nehmen so die knackende Rockgitarre dazu. Andreas, gibt es einen Schneider-Sound?